Hallihallo, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Es ist soweit, der Winter naht. Ja, nein, Huntsman and the Ice Queen, kein neuer Film, sondern schon ein etwas älteres Produkt. Um ganz genau zu sein, dieses Produkt ist schon fast 3 Jahre alt. Es wurde am 18.08.2016 das erste Mal von Universal Pictures Home Entertainment in Form dieses schönen Steelbooks auf den Markt gebracht und wie wir hier schon sehen, der Ultra Violet Code, der ist hier noch drin. Das haben sie mittlerweile schon eingestellt. Ja, also das hier, das gibt's schon gar nicht mehr. So, ich habe diesen Film sogar schon auf DVD. Der war bei einem Pfund Kaffee dabei, beim Kilo. Der war beim Kilo Kaffee dabei. Und ja, das ist aber erstens eine DVD und keine Blu-ray. Zweitens ist das nur die Kinofassung. Die ist hier übrigens auch mit drin. Seht ihr, das ist derselbe Film. Ja, und das Bonusmaterial. Hier ist deutlich mehr Bonusmaterial drauf und ja, außerdem schönes Steelbook. Das alles reicht aber noch nicht, denn dieses Steelbook gibt es aktuell für 5,99 € und da habe ich gesagt, Mensch, für 5,99 € da nimmst du es aber mit, da gradest du diese DVD ab. Gradest du ab? Ein Upgrade von der DVD zu dieser Blu-ray im Steelbook. Ja, gut, das Cover gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Ich meine hier Thor. Nein, das ist nicht Thor, das ist der Huntsman. Der Huntsman hat nämlich eine Axt und Thor hat, ja, hatte einen Hammer, hat jetzt auch eine Axt. Ja, vielleicht ist es ja doch Thor. Man weiß es nicht. Dieser Film hat im Gegensatz zum ersten Teil Snow White and the Huntsman mehrere Vorteile. Erstens finde ich diesen Film als Film wesentlich cooler und zweitens ist Snow White hier nicht dabei. Wer war das? Die, ach, mir ist der Name entfallen. Aus Twilight. Das Mädel aus Twilight. Die, ich mag sie nicht so gerne. So, was wir trotzdem dabei haben, ist hier Charlize Theron als böse Königin und Emily Blunt als ihre Schwester, die Eiskönigin. Übrigens nicht Elsa, ja. Das hier ist eine böse Königin. Ja, boah, ja, so böse ist sie auch nicht. Ich will den Film jetzt auch nicht groß spoilern. Also, das Ganze kommt in diesem schönen Steelbook, wie gesagt, aktuell für 5,99 € bei Amazon, bei Saturn, beim Mediamarkt, überall. Also, und für 5,99 €, da kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen. So schaut das Frontcover aus. Da haben wir nur Thor, beziehungsweise den Huntsman, beziehungsweise Chris Hemsworth und keinerlei Titelaufdruck. Finde ich persönlich schon mal nicht schlecht, auch wenn ich mir hier ein anderes Cover gewünscht hätte. Aber das schaut schon sehr gut aus, finde ich. Guck mal, wie er guckt. Der guckt so richtig böse, ne? Schön. Auf der Seite haben wir den Titel draufstehen: The Huntsman and the Ice Queen, unten den Hinweis Universal. Und auf der Rückseite haben wir Charlize Theron als böse Königin. Wobei hier hätte ich es cooler gefunden, wenn man Emily Blunt als die Ice Queen draufgepackt hätte. Weil es ist ja Huntsman and the Ice Queen. So schaut das Ganze aus, wenn wir es aufklappen. Und ja, die Rückseite von diesem Aufleger habe ich euch ja schon gezeigt. Da haben wir hier oben einmal eine Inhaltsangabe, dann ein paar Szenebilder, hier das Bonusmaterial und hier, wie das früher mal mit dem Ultraviolet Code funktioniert hat, tut es ja leider mittlerweile nicht mehr. Hinten nochmal, ne, für alle Leute, die das hier, denen das hier zu kryptisch ist, ist es hier nochmal in aller Form erklärt, aber irrelevant, weil das funktioniert nicht mehr. Oder steht hier der Code sogar? Ja, da steht der Code sogar. Da drunter steht der Code hier, ne? Also hier hätte dann so der Code gestanden. Früher lag das immer mit drin. Die Älteren werden sich erinnern. So schaut das von innen aus. Auch ein farbiger Innendruck. Sehr schön gemacht. Hier haben wir die Blu-ray. Die nehme ich mal raus. Ja, also das gefällt, das ist richtig geil. Also da muss ich sagen, das gefällt mir richtig, richtig gut. Hier, das ist Emily Blunt als die Ice Queen. Und dieses Cover hier hätte ich mir eigentlich vorne drauf gewünscht. Aber gut, wenn es innen drin ist, ist ja auch schön. So, ja, in aller Kürze kurz vorgestellt, das ist die Steelbook-Version von The Huntsman and the Ice Queen. Aktuell für ganz kleines Geld, fast überall erhältlich. Wer den Film gut findet, einfach, jetzt ist der Zeitpunkt, sich das Ding zuzulegen. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Film ist oder was euch da erwartet, ich habe dazu auch ein Review geschrieben. Das verlinke ich euch hier unten in der Infobox. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart. Klickt auch beim nächsten Mal wieder rein und seid schlau, schaut blau.